Margarete, die Grünen im Bayerischen Landtag beginnen heute ihre Branchendialoge mit der bayerischen Wirtschaft unter dem Titel Ökonomie im grünen Bereich. Und was kann man sich darunter vorstellen? Das Projekt Ökonomie im grünen Bereich heißt für uns, dass wir drei wichtige Anliegen grüner Politik miteinander verbinden wollen. Das eine ist natürlich Umwelt- und Klimaschutz, das zweite ist zukunftsfähige Arbeitsplätze und das dritte ist Lebensqualität. Und mit diesen Branchendialogen, die wir planen in diesem Zusammenhang, möchten wir diese drei Anliegen miteinander verbinden und gemeinsam mit der Wirtschaft in Bayern diskutieren, wie wir das in Zukunft erreichen können. Wir sind hier im BMW-Museum, eine Art Tempel für das Automobil, kann man fast sagen. Die Grünen sind nicht als Autofreunde bekannt, aber die Branchendialoge beginnen mit der Automobilbranche. Wie passt das zusammen? Ja, wir fangen vielleicht gerade deshalb mit der Automobilbranche an, weil es eine der größeren Herausforderungen ist für den ökologischen Umbau. Also umweltfreundliche Autos herzustellen, glaube ich, ist schon ziemlich ambitioniert. Wir stellen uns die Frage, wie sieht die Mobilität in 10 oder 20 Jahren aus? Welche Autos werden da noch gebaut? Welche Autos werden gefahren? Was will der Kunde? Was braucht das Klima? Und ich glaube, das ist eine sehr große Herausforderung für die Politik, aber auch für die Unternehmen. Die Automobilbranche ist einer der größten Arbeitgeber in ganz Bayern. Wir haben zwei Global Player, BMW und Audi. Also es liegt auf der Hand, dass wir mit der Automobilbranche in einen sehr intensiven Dialog treten. Und da fangen wir gleich als erstes bei den Branchengesprächen in dieser Branche an. Du hast gesagt, ihr wollt mit vielen Branchen in Dialog treten. Die erste ist die Automobilbranche. Welche sollen noch folgen? Wir haben uns natürlich überlegt, welches die wichtigsten Wirtschaftsbranchen in Bayern sind. Nicht nur Industrie, sondern natürlich auch Mittelstand. Wir möchten neben der Automobilbranche mit der Chemieindustrie in den Austausch treten, mit der Energiewirtschaft in Bayern, sicherlich auch sehr ambitioniert und mit sicherlich auch heftigen Diskussionsbedarf, mit der Umweltwirtschaft in Bayern, mit der Gesundheitswirtschaft und mit der Kreativitätswirtschaft. Wollen denn die Unternehmen diesen Dialog überhaupt? Ich habe den Eindruck, Sie sind sehr interessiert an grüner Politik, gerade der Green New Deal, den wir auf Bundesebene ja entwickelt haben, das hat auch in der Wirtschaft zu großer Aufmerksamkeit geführt. Und ich habe den Eindruck, wenn wir zu den Unternehmen gehen, wenn wir die Kontakte suchen, erfahren wir große Aufmerksamkeit, offene Ohren. Und bisher habe ich sehr positive Erfahrungen mit dem Bereich gemacht. Und am Ende dieser Branchendialoge, was soll da stehen? Am Ende soll ein Green New Deal, wenn man so will, für Bayern stehen. Ein Prozess, wie wir die Wirtschaft, die Unternehmen in Bayern ökologisch modernisieren können. Welche Produkte wir in Zukunft guten Gewissens kaufen können. Wie wir zukunftsfähige Arbeitsplätze erhalten können. Also im Grunde ein Wirtschaftsmodell, ein Zukunftsmodell für ökologisches Wirtschaften. Das wäre das ambitionierte Ziel dabei. Wir danken dir für dieses Interview. Sehr gerne.